Jo, servus. Die GoPro Hero 10 habe ich jetzt drauf. Läuft jetzt auf 4K 120 FPS, heißt, ich kann so Zeitraffer jetzt eigentlich schneller reinschneiden, beziehungsweise nicht nur zweifach, sondern theoretisch müsste jetzt vierfach auf 30 FPS laufen, heißt, das müsste wesentlich flüssiger laufen. Wir schauen mal. Ich habe jetzt Teile für die Schaltung da, leider noch nicht alles. Mir fehlt der Trigger und die Kassette. Ansonsten habe ich jetzt alles. Werde ich jetzt auch soweit montieren. Grund war, weil das Schaltwerk bzw. der Kettenspanner ist mir jetzt zum zweiten Mal abgerissen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe die Kette jetzt richtig abgelenkt. Okay, keine Ahnung. Ich bin jetzt auf 5K 60 FPS. Die Speicherkarte kann anscheinend die 120 FPS nicht, obwohl es eine der schnellsten Speicherkarten ist. Stand letztem Jahr. Keine Ahnung, was sie für Probleme hat. Jetzt ist jetzt gerade ausgeschaltet nach 59 Sekunden. Auf jeden Fall. Kettenblatt machen wir schon mal drauf, weil ich morgen wenig Zeit habe und übermorgen Urlaub habe und da eigentlich fahren wollte. Kettenblatt habe ich jetzt so ein günstiges von Shimano geholt. Das ist aber ein Stahl, dass es sich nicht so schnell abnutzt. Und ist mir relativ egal, wie das Ding aussieht. Vielleicht kommt irgendwann ein anderes drauf, aber jetzt vorerst mal das, weil ich jetzt genug Geld für die Scheiße schon wieder ausgegeben habe. Und 10-fach-Kassette, theoretisch müsste auch die 10-fach-Kassette hinten drauf passen. Eine 10-fach-Kette, theoretisch müsste die 10-fach-Kassette hinten drauf passen. Ich weiß nicht mehr, was er vorher drauf gefahren hat, ob er 9-fach oder 10-fach gefahren hat. Allerdings ist die Schaltung, die Saint, ist eine 10-fach. Und den Trigger hat er einen SRAM-Trigger drauf gehabt, der ist 9-fach. Weiß man nicht, was das bringen soll, dann muss man einen Gang überspringen und das wird halt nicht immer sauber laufen. Aber ja. Sind wir ja gewohnt, so Sachen, so Aktionen, die jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben. Als erstes kann man gleich mal das Hinterrad eigentlich rausmachen, weil wir eh die Kassette dann morgen drauf machen müssen. Kann man das schon mal rausmachen. Nicht so gesund, deswegen machen wir das mal auf. Hier müsste passen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das von innen aussieht, aber wir machen es mal auf. Ich hoffe bloß nicht, dass wir uns jetzt Federn oder irgendwas entgegenspringen. Das kein Problem sein, wenn sowas nicht passiert. Weiß auch nicht, wie alt das Schaltwerk ist, aber es sieht auf jeden Fall schon ein paar Jährchen aus. Also mindestens würde ich schon schätzen, Baujahr 16, so wie der Rahmen. Dass das so alt ist. So sieht es auch vom Servicen her aus. Also vom Gefühl her, wie das Ding sich verhält. Jetzt muss ich nur gucken. Es kommt. Okay. Das ist alles so ein bisschen. Ja. Okay. Das heißt, das. Boah, Alter, stinkt das. Das hätte ich gar nicht aufmachen müssen. Oder? Bewegt es sich hiermit? Naja, doch, das bewegt sich hier mit. Das heißt, hier kann man ein bisschen einölen, einfetten. Das ist ein bisschen, weil das hört ihr ja, dass das rau läuft. Ich glaube, da mache ich einfach Teflonfett drauf, weil das Ding jetzt so wirklich auseinandernehmen oder zerlegen will ich nicht. Also wir machen mal Teflonspray drauf. Und gucken, ob es dann besser wird. Ja.
Geräusche sind schon mal besser. So, machen wir das wieder drauf. Schaltwerk brauchen wir eigentlich auch noch nicht dran machen, wegen den Schaltholzen. Testkette können wir auch nicht drauf machen. Jo, Servus. Ich habe jetzt das restliche Zeug bekommen, sprich die Schaltröllchen habe ich bekommen. Die machen wir jetzt gleich rein. Eine Kassette habe ich bekommen und den Trigger, den Same Trigger. Ich hoffe jetzt bloß, dass eine Zehnfach hinten drauf passt, aber theoretisch müsste die drauf passen. So, vorne haben wir schon alles drauf vom letzten Mal. Jetzt hauen wir hinten die Kassette eigentlich als erstes drauf und hoffen, dass die drauf passt. Sollte sie aber. Ich habe die billig bekommen. Das ist jetzt nur eine Shimano, so eine DH-Kassette oder Rennradkassette, whatever. Mit der Übersetzung 11 bis 25 Tiefs. Also die Variante hier ganz oben. Die habe ich jetzt auch für, ich glaube, 23 Euro oder sowas bekommen, weil die irgendwie im Angebot war. Deswegen habe ich die auch genommen. Weil ich habe jetzt mehr als genug Geld in das Ding schon gesteckt. Alleine wegen dem Single-Speed-Umbau, der sich ja jetzt nicht wirklich gelohnt hat oder den ich nicht nutzen kann aktuell. Können wir entweder den Trigger schon drauf machen oder die Schaltung? Dann erstmal den Trigger drauf. Oh, geil, da ist sogar ein Schaltzug dabei. Jo, die Kamera hat sich eben ausgeschaltet, weil es so heiß war. Das habe ich bei der 9er noch nie gehabt. Finde ich super, dass du so Probleme bei der 10er hast. Ich meine, sie stand jetzt zwar nur rum, sind jetzt noch 30% Akku, aber Digga, du kannst doch nicht sagen, dass eine Kamera, die um die 500 Euro kostet, einfach ausgeht, weil sie zu heiß ist, Mann. Obwohl ich gar nichts mache. Ich filme ja nicht mal irgendwas Heftiges, wo sie jetzt unbedingt voll ballern muss. Das liegt halt an dem neuen Kern, den sie drin hat, den GP2. Und deswegen, ich habe schon überlegt, wieder auf die 9er umzusteigen. Keine Ahnung. Ich habe die 9er ja noch da liegen. Ich habe sie ja noch nicht verkauft. Ich habe sie jemandem versprochen, der kauft sie auch. Also der Joe. Aber ja, keine Ahnung, wenn ich mit der hier halt jetzt auch beim Bike schlechte Erfahrungen mache, dann fliegt das Ding wieder zurück und dann nehme ich wieder die 9er, weil ich habe gar keinen Bock drauf auf so eine Scheiße, wenn das schon so anfängt. Ja. Das Coole ist, wir haben hier einen Schaltzug, eine Schaltaußenzughülle und einen Schaltzug schon dabei. Ich habe noch nie einen Trigger neu gekauft. Jo, der Kamera war mal wieder zu heiß. Ich habe jetzt soweit alles drin, also so Schalthülle verbaut, ist ja jetzt nicht so schwer. Einfach lang führen, Kabelbinder dran machen, überall vorne gucken, dass ihr noch genug Platz habt für den Lenkwinkel. Hinten mache ich so eine leichte Biegung und mache hier ein bisschen mehr Puffer rein, weil es hier nochmal einfedert, dass man da genug Puffer hat. Und ja. Dann zieht ihr den Schaltzug einfach normal runter, also keine große Spannung. Ihr macht ihn einfach so normal dran. Klemmt den hinten dann quasi ein. Also ein bisschen locker, das heißt, er ist auf dem untersten Gang, habt ihr natürlich. Ihr habt natürlich oben alles reingedreht, was ihr da an Reserve dann später rausholen könnt. Ihr habt da so ein Rädchen direkt am Trigger, also links davon, da wo die Schaltung reingeht, hier. Das dreht hier komplett rein. Ich habe mir jetzt auch noch nicht fest, weil ich das mir gleich noch einstelle. Dreht den quasi komplett rein, weil durch das Rausdrehen spannt ihr den Zug mehr und dadurch könnt ihr dann die Schaltung besser einstellen. Ja, ich werde jetzt mal die Kette drauf machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Kamera jetzt wieder aushält oder ob die gleich wieder rumspackt, worauf ich jetzt gar keinen Bock habe, aber irgendwie hat die nur noch 30% Akku, also Akku frisst die ganz schön. Ich habe auch vor, mir einen Endura-Akku extra zu kaufen für die. Die sollen 40% länger halten, also vom Film her. Deswegen gucke ich dann mal. Die mal.
mal so lange ab. Ja, das müsste passen. Ich muss gerade gucken, ich habe hier noch so schöne Endkappen für die Schaltzüge immer da in diversen Farben. Natürlich ist Rot da auch vertreten. Deswegen kommt da jetzt gleich meine rote drauf, weil Silberne will ich jetzt nicht drauf haben. Passt ja gar nicht da dazu. Ich mach die mal drauf. Mach hinten meistens zweimal. Also ich mach ganz hinten. Quetsche ich sie leicht. Und je nachdem wie fest sie ist, mache ich es eigentlich nochmal. Ah, die hat es schon eben verschoben. Deswegen mache ich es jetzt nochmal. Ich mache lieber immer zweimal. Dürft ihr nicht zu fest machen, zumindest wenn ihr eine Knipex habt, weil sonst geht ihr direkt durch und macht den Schaltzug wieder ab. Beziehungsweise kürzt ihn. Ja, deswegen ich mache immer zweimal, das ist sicherer. Weil sonst löst die sich wieder und fliegt irgendwo dann im Wald rum und das wollen wir ja nicht. Oh, jetzt mal schnell die Kette drauf. Das heißt schnell, eigentlich müsste ich gucken, wie man das bei Shimano macht. Bei SRAM kenne ich es so, man geht in den höchsten Gang, geht aber nicht durchs Schaltwerk durch und macht zwei Glieder mehr, meine ich. Ich werde das jetzt gleich mal googeln. So lange werde ich die Kamera wahrscheinlich nochmal ausschalten, weil die sonst wieder überhitzt. Ja, aber ich werde die Kamera jetzt auf jeden Fall noch testen das Wochenende. Bezüglich den 120 FPS, ob das Sinn macht, ob das Spaß macht. Ich habe auch schon überlegt, auf 120 aufzunehmen und dann auf 30 runter zu rendern. Das heißt, ich spare Speicherplatz. Und es sollte smooth sein, aber dadurch, dass ich es auf 30 render, sollte es trotzdem wieder so cinema-mäßig wirken. Deswegen, das wollte ich mal ausprobieren. Das wäre vielleicht ganz cool. Hier sind auch noch so Dinger, ein Überzug oder was. Ich habe keine Ahnung, was das für Dinger sind. Also ich habe es jetzt nicht gebraucht. Wahrscheinlich irgendwie von Schaltzug oder so. Keine Ahnung. Ja gut, bis gleich. So, wir haben jetzt noch, ich glaube, 15% Akku. Ich habe jetzt geguckt, das ist wie bei SRAM, wie ich es da auch immer gemacht habe. Hier nimmt vorne das größte Kettenblatt, hinten das größte Kettenblatt, beziehungsweise hinten das größte Ritzel. Dann habt ihr, es gibt so leeren, aber auch einfach nur Halter dafür. Oder ihr nehmt ein Stück Draht, dann könnt ihr die Kette zusammenführen. Hängt es hier quasi ein. Hängt es hier ein. Und dann macht ihr eine leichte Spannung, also so, dass die Kette straff ist. So etwa. Jetzt ist es schon straff. Es wird noch ein bisschen mehr gehen, aber es geht nicht, weil ihr da mehr als weniger als ein Glied weit kommt. Dann führt ihr die beide aneinander, die zwei Kettenstücke. Dann nehmt ihr an dem Punkt, wo die sich treffen, das wäre der hier, nehmt ihr zwei Kettenglieder mehr, heißt 1, 1, 2, das passt sogar genau, und da macht ihr es dann auf an der Stelle. Ich kann es euch auch so zeigen, also ihr könnt es auch so machen, oder so ist ein bisschen, ja, was heißt nervig, aber ihr müsst es halt mit der Hand die ganze Zeit halten. Ihr habt so quasi straff. Hier habt ihr jetzt den Punkt, wo die beiden sich treffen. Den nehmt ihr und rechnet 1, 2 Kettenglieder weg. Wenn ihr in ein Glied kommt, das quasi nicht das männliche Teil von dem hier ist, weil ihr macht hier später das Kettenschloss rein. Das heißt, ihr braucht das, Entschuldigung, ich meine das weibliche, weil das männliche ist das hier mit dem Stift. Da wo hier quasi die Niete durchkommt, dann müsst ihr halt eins weitergehen, weil eins zurück würde ich nicht gehen, sonst ist es zu stark gespannt, dann müsst ihr eins weitergehen. Dann nehmt ihr einen Kettennieter, sofern ihr einen habt. Und
drück die Niete durch. Ich mache es gerne so, ich drück die nicht ganz durch, damit die hier noch in der Kette drin ist, falls ihr mal Probleme habt, irgendwas verloren habt, keine Ahnung, wenn ein Stück von der Kette verloren ging oder so, dann habt ihr hier den Pin noch drin und müsst den nicht reinfummeln und könnt den gerade dann wieder irgendwo ein Stück der Kette ersetzen damit. Das ist immer sehr praktisch, deswegen hebe ich die auch immer noch auf, falls mal irgendwas ist. Dann habt ihr das immer parat. So, jetzt können wir die Kette hier, wir können auch nochmal gucken. Hier sind wir quasi jetzt, hier wären wir aufeinander gewesen. Und das sind genau zwei Glieder mehr. Dann fahrt ihr hier durch die Schaltung durch. Hier schön durchführen. Und dass der Akku so lange jetzt noch hält. Jo, Akku ist jetzt leer. Ich bin soweit fertig. Läuft alles, passt alles. Nabensound ist komischerweise noch lauter geworden, gefühlt. Vielleicht habe ich es jetzt lange nicht gehört, aber gefühlt ist er noch lauter. Läuft alles gut. Sollte jetzt soweit passen. Ich werde jetzt die Tage dann eine Probefahrt machen nochmal. Leider, aber ja. Jo, der Akku ist schon leer. Gibt jetzt schnell noch den Nabensound. Also haut rein, ciao.